Hallo meine Lieben, ich möchte heute ein ganz, ganz kleines Video machen, vielleicht 5 Minuten, das reicht vollkommen aus. Und zwar, ihr habt bestimmt gemerkt, wenn wir anfangen, den Kopf zu hacken oder den Körper von unten, dass wir immer so einen Konus haben. Ne? Ich glaube, das heißt Konus, genauso bestimmt auf Deutsch wie auf Russisch, ich weiß es nicht. Aber ich werde dann anders das aussprechen, so eine Birne. Da schreiben mir ganz viele, Lena, warum, wenn ich den Kopf häckle, laut Anleitung, ich bekomme immer so eine Birne. Ich muss euch ehrlich sagen, so eine Birne bekomme ich auch. Und das ist nicht ungewöhnlich, das ist bei allen so. Aber es gibt einen Trick, wie man das verhindern kann. Und das möchte ich euch gerne zeigen. Das ist dieser Trick. Ne? Hier sind genau dieselbe Maschenanzahl. Hier 48 und hier 48. Hier ist eine Reihe weniger. Stattdessen machen wir eine Reihe zusätzlich noch Zunahmen. Ja, ich werde jetzt euch zeigen und ja, dann könnt ihr sowas auch bei der Arbeit benutzen. Ich werde auf jeden Fall im nächsten Video das nur so machen. Ich habe das, glaube ich, im Pikachu auch gezeigt, ne? Und ab heute mache ich dann nur so oder ab Pikachu-Zeit sozusagen. Ja, gut, wir machen jetzt Amigurumi-Ring und häkeln dann 6 Maschen raus. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. So fängt immer unser Kopf an, ne? Und dann machen wir in jede Masche einmal verdoppeln. Das heißt, wir verdoppeln ganz normal 6 Maschen. Wir gehen dann von 6 auf 12. So, die nächste Reihe wäre eine Festmasche einmal verdoppeln. Ja, dann eine Festmasche einmal verdoppeln und das 6-mal. Das werde ich jetzt auslassen, sondern ich mache jetzt 12-mal verdoppeln. Ich mache jetzt jede Masche verdoppeln. Ich komme von 12 auf 24. Ja? Ich komme dann von 12 auf 24. Ich glaube, ich muss das nicht unbedingt jetzt bis zum Schluss zeigen, aber ich habe mich verstanden. Ich werde jetzt die ganze Reihe Maschen verdoppeln. Dann bin ich ja, in der Reihe, wo wir 24 Festmaschen haben. Laut Anleitung, wenn wir alle Tierchen häkeln und wenn das der Kopf sein sollte oder der Körper fängt dann von unten an, dass wir da unten zwischen den Beinen nicht so ein Ding haben, sondern dass es rund ist, immer diese Methode benutzen. Ich zeige euch jetzt, das werdet, egal ob das auf Russisch steht oder nicht, das werdet ihr sowieso verstehen, ich weiß, ihr könnt das schon langsam. So, und zwar, ich habe jetzt gemacht Amigurumi-Ring mit 6 Maschen. Dann habe ich diese 6 Maschen verdoppelt auf 12. Dann, normalerweise müssen wir jetzt häkeln eine Festmasche einmal verdoppeln 6-mal und die nächste Reihe 2 Festmaschen einmal verdoppeln 6-mal. Ich nehme diese 2 Reihen raus und stattdessen werde ich 12 Maschen verdoppeln. Ja, so wie ich jetzt das eben gemacht habe. Und dann haben wir 24 Festmaschen. Ab hier häkeln wir weiter so, wie es hier abgebildet ist. Wir fangen dann weiter mit 3 Festmaschen, verdoppeln und das 6-mal und so weiter. Man muss keine Reihe noch zusätzlich häkeln, ne? Weil wir hier eine Reihe sozusagen ausgelassen haben. Das braucht man nicht, weil durch diesen Verdoppeln von 12 auf 24, es vergrößert sich automatisch auf diese Größe, als ob wir hier keine Reihe ausgelassen haben. Das könnt ihr ja ganz gut sehen, ne? Wir haben hier 48 Festmaschen und wir haben hier 48 Festmaschen. Ich habe hier nichts irgendwie mehr gehäkelt oder so. Ja, das wollte ich nur zeigen und das werde ich auch demnächst immer so machen. Na, ich werde
Ich möchte endlich mal diesen Ding da nicht mehr haben. Das nervt mich auch. Ich habe mich entschieden, diesen Video zu machen, damit ich nicht jeden in Kommentaren schreiben soll, wie man das macht. Dann, ja, habt ihr alle gesehen und wisst ihr Bescheid. Na, ihr könnt dann selber jede Anleitung so ein bisschen verändern, am Anfang anders machen und dann weiter nach Anleitung häkeln. Genauso auch nicht nur mit dem Kopf, sondern mit dem Körper von unten. Und dann habt ihr keinen Pimmel unter dem Bein, ja, der so absteht. Na gut, ich wünsche euch allen viel Spaß beim Häkeln und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!